Liebe Hörerinnen und Hörer, oder mit anderen Worten, was ist eigentlich der Koran und wie genau funktioniert seine Sprache? Ein Themenkomplex, mit dem sich auch der Olli beschäftigt hat. Ja, und so habe ich mir zuerst mal die tradierte Erzählung zur Entstehung des Korans angeguckt und da habe ich eine sehr gute Nachricht für euch. Der Koran ist nämlich perfekt. Oh, das ist aber schön. Jedes Wort im Korantext, jede Silbe ist genau so von Gott diktiert worden. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Auslassungen, es gibt keine Zusätze. Im Gegensatz zum Beispiel zur Bibel, bei der seit Jahrhunderten die Textkritiker versuchen, den Ursprungstext und die Bedeutung zu erschließen, gibt es die Tradition im Islam nicht. Die inhaltlichen Aussagen des Korans sind zu 100% korrekt, fehlerlos. Der Koran ist ganz klar und deutlich im perfekten Arabisch geschrieben, was übrigens die schönste Sprache der Welt ist. Es gilt fürs Koranverständnis nur das arabische Original. Übersetzungen in andere Sprachen sind auch anders als bei der Bibel nachrangig und können dem Original unmöglich gerecht werden. Ah. Wieso das so ist, wird sich noch zeigen. Und das kam so. Die heute gültige Version des Korans ist die Version aus Kairo, die Kairoer Version von 1900, die Kairoer Ausgabe von 1924. Ein paar Eckdaten. Der Koran hat also 114 Suren mit 4 bis 286 Versen. Und die Suren sind absteigend sortiert nach der Länge. Und diese Sortierung ist übrigens bereits Teil der überweltlichen Schönheit, die ihr genießen könnt. Leider geht durch diese Sortierung auch die zeitliche Abfolge und der Kontext verloren. Und der Koran wurde dem Mohammed mündlich diktiert vom Erzengel Gabriel in den Jahren 610 bis 632. Mohammed war laut Überlieferungen ein Kaufmann ohne Schriftkenntnisse, aber mit einem erstaunlich guten Gedächtnis. Und die Leute aus dem Umfeld des Propheten haben sich dann die Verse gemerkt und dann manche auch erst viel später aufgeschrieben, wie das halt damals so ging. Das klingt so ein bisschen, die Geschichten klingen ein bisschen wie zwischen Tür und Angel. Die Verse wurden aufgeschrieben auf Tierknochen, auf Lederstücken, zum Teil auf Blätter. Und selbst die Überlieferung spricht davon, dass Material verloren geht. Da gibt es zum Beispiel den Schreiber Ubay aus dem Umfeld des Propheten, der sagt, dass die Sure 33 ursprünglich 200 Verse umfasst hat. Die hat jetzt aber, wenn man mal guckt, nur noch 73 Verse. Oh. Aisha, die Lieblingsfrau des Propheten, die kommt ja ab und zu mal vor, ich weiß nicht, von der hört man ab und zu mal, sagt also, dass die Verse unter ihrem Bett auch bewahrt hat, aber die hat jetzt die Ziege gefressen. Oh nein. Aber ist das dann Teil der Perfektheit, dass es die nicht mehr gibt? Der Koran in seiner jetzigen Fassung ist perfekt. Sehr gut. Nach dem Tod des Propheten sah man also das Problem ein und dann hat der Gefährte Ibn Tabit mit einer Zusammenstellung der bekannten Verse begonnen und kam dann auf 7 auf eine einander ausschließende Version. Das war also nicht der Weisheit letzter Schluss und darum hat, ich glaube es war der dritte Kalif Othman, der ungefähr 20 bis 30 Jahre nach dem Tod des Propheten eine neue Zusammenstellung in Auftrag gegeben, die dann in die 4 Hauptstädte verschickt wurde, nach Medina, nach Damaskus, Kufa und Basra. Da haben wir aus Mesopotamien dann noch das Zeugnis von Ubaidallah, dem Gouverneur von Mesopotamien, der sich das angeguckt hat und nach eigenen Angaben den Koran an 2000 Stellen korrigiert hat, um die originale Version wiederherzustellen. Im 19. Jahrhundert, habe ich gefunden, gab es eine offizielle Ausgabe unter türkisch-osmanischem Einfluss. Die war aber so weit von der arabischen Tradition entfernt, dass es wüste Proteste gab, insbesondere wohl in Ägypten, die dann dazu führten, dass man da angefangen hat, mit einer eigenen Version zu arbeiten. Und das ist die Kairoer Ausgabe von 1924, die sich auf diese Version von Othman und Ibn Tabit bezieht. Die ist in der Form das perfekt überlieferte Wort Gottes und ist genau so, wie die diktiert wurde vom Erzengel Gabriel. Bewundernswert, irre. Das toll, ist ja, ne? Ist ein Wunder. Ne? Ja, wenn du Wunder akzeptierst, warum nicht? Wenn Gott das so will, warum nicht? Beeindruckend. Und wenn man sich die Koransprache anguckt, dann sagen die Experten, ich kann das nur berichten, der Koran ist sehr schwer lesbar und 20% der Verse gelten für die Experten als unverständlich. Man spricht davon den dunklen Versen des Koran. Die sind nicht identisch mit den satanischen Versen des Korans,
Die satanischen Verse sind entstanden, als Mohammed versehentlich den Satan gechannelt hatte und nicht den Erzengel Gabriel. Die wurden dann nachträglich zurückgenommen. Die dunklen Verse sind also, man weiß nicht, was das heißen soll. Ich habe, ich kann natürlich nur die deutsche Übersetzung anbringen. Ich habe zufällig geguckt, also zufällig gefunden, Sure 22,15 ist ein schönes Beispiel. Ich lese Sure 22,15 vor, also 22, Vers 15. Wer meint, dass Allah ihm im Diesseits und Jenseits nicht helfen werde, der strecke doch ein Seil zum Himmel, dann schneide er es ab. So schaue er, ob nun seine List das wegnimmt, was ihn ergrimmen lässt. So, dann habe ich versucht, und da dachte ich, in der Bibel ist es ja oft so, dass Sachen durch den Kontext um so einen Vers rum klarer werden. In diesem Fall ist das aber nicht der Fall. Aber ich finde das toll. Das ist ja so wie diese buddhistischen Nachdenk-Mantras, wo man zum Beispiel sagt, kann man mit einer Hand klatschen oder gibt es ein Geräusch, wenn der Baum umfällt und keiner ist dabei? So ist das, ne? Das Seil in den Himmel strecken und abschneiden und so. Das finde ich toll. Ist es auch eine Metapher? Vielleicht ist es auch eine Metapher. Also was die Experten sagen, mir als Laie ist das unverständlich. Ja, auch. Die Experten sagen, also Sprachkundler sagen, der Koran ist voller Fremd- und Lehnwörter. Aus dem Syro-Aramäischen, aus Griechisch, aus der griechischen Sprache, das Wort Logos kommt immer wieder vor, als Wort Gottes, aus Persisch, aus Hebräisch, Taura oder Tora wird immer wieder erwähnt. Und das ist ein bisschen merkwürdig, wenn man davon ausgeht, dass der Koran ja im perfekten und reinen Arabisch geschrieben ist. Dann gibt es den iranischen Koranforscher Ali Dashti, der ist vor ein paar Jahren gestorben, der sagt, der Koran enthält unverständige Sätze. Es kommen fremdsprachige Begriffe vor, unbekannte arabische Ausdrücke und Wörter, die in einer anderen als der gewöhnlichen Bedeutung benutzt werden. Er missachtet die Regeln der Grammatik, ganz gleich, ob es sich um Femininum, Maskulinum, Verb oder Subjektiv, Adjektiv oder Adverbien handelt. Dazu kommen unlogische und grammatisch falsche Pronomina, die an manchen Stellen keinen Bezug haben. Auch hier muss man den Kontext, wie immer, Kontext ist wichtig. Was ist die arabische Sprache? Die arabische Sprache, habe ich gelernt, ist ein bisschen anders organisiert als Deutsch zum Beispiel. Arabisch ist eine Sprachenfamilie, das ist eine Sammlung von Dialekten. Das sind Umgangssprachen in Marokkanisch, Syrisch, Ägyptisch, Jemenitisch und so weiter. Und die Leute untereinander nur teilweise verstehen. Und dazu gibt es die Arabia, das ist so eine Art Hochsprache für offizielle Anlässe. Und das Koran-Arabisch wiederum unterscheidet sich von all diesen Sprachversionen und wird in der Form auch nur von Korangelehrten verstanden. Jetzt sehen wir natürlich die Gefahr eines Zirkelschlusses. Wer den Koran versteht, ist ein Korangelehrter. Und nur Korangelehrte verstehen den Koran. Und nach ein paar Generationen kann man sich vorstellen, dass sich das ja irgendwie abhebt. Von seinem. Aber auch toll, schützt gegen äußere Kritik, ne? Das, wie heißt das? Ganz fantastisch. Ja. Immunisierung ist das Stichwort. Ja, das meinte ich, genau. Und für Durchschnittsmuslime habe ich gelernt, wird der Koran erst verständlich durch Interpretation. Und der bekannteste, also weil ganz viele Muslime auch gar kein Arabisch verstehen, die sprechen das nicht, weil die aus anderen Ländern kommen, mussten aber den Koran trotzdem mehr oder minder auswendig lernen, aber die wissen halt nicht, was da steht. Und das wird für die verständlich durch Interpretation. Und der bekannteste Koran-Interpret ist Herr Al-Tabari. Der ist gestorben 922. Das ist also stattgefunden 300 Jahre after the fact. Und die Interpretation selbst ist auch sehr schwierig. Arabisch ist eine Konsonantenschrift. Es werden also keine Vokale notiert. Und Arabisch heutzutage auch noch oder nur damals? Das wurde nachher erweitert. Und damals bestand Arabisch aus 15 Zeichen. 50 verschiedenen Zeichen. Davon waren 7 eindeutig. 6 Zeichen waren zweideutig, haben also 2 verschiedene Konsonanten dargestellt. 1 ist dreideutig und 1 Zeichen ist sogar 5-deutig. Oh. Das heißt, das alte Arabisch ist mehr so eine halb definierte Lesehilfe anstatt einer vollständigen Schrift. Wenn man weiß, was da steht, dann versteht man es. Das ist quasi wie ein vollgekrickelter Einkaufszettel. So, was habe ich? Ah, ich wollte Tomaten. Ja, verstehe. Und wenn es jetzt aber um das Erschließen komplett neuer Inhalte geht, insbesondere abstrakter Inhalte, und Religion ist jetzt ja nur eine Sammlung von abstrakten Inhalten, dann ist das mäßig geeignet dazu.
Wenn ihr jetzt, eben habt ihr euch die in der Überschrift das unterstrichene Wort oder die unterstrichene Zeichenfolge anguckt. Habt ihr das da? Ja. Was steht denn da? Lebensdienst. Lebens. Leben. La, lö, Lebens. Also das Beispiel habe ich aus einem Buch von Pressburg. Das könnte, diese Zeichenfolge könnte sowohl heißen, Lieben ist eine Lust, als auch Leben ist eine Last. Das ist nicht da, das ist nicht Leben, klar. Oder stimmt. Leben als Atheist. Das ist also nicht klar, was das heißt, und die Bedeutungen sind sehr verschieden. Und das Problem hat man dann auch gleich gesehen. Und die Texte später besser definiert durch das Ergänzen von sogenannten diakritischen Punkten, die halt festlegen, wie genau die Zeichen ausgesprochen werden, also zu welchen Lauten die korrespondieren. Das steht auch so in den aktuellen Koranausgaben. Das ist aber, wenn man streng nimmt, bereits Teil der Interpretation. Wenn ich hier in das Vokale eintrage und sage, das ist die ursprüngliche Bedeutung, dann müsste ich das nachweisen. Das ist nicht selbstverständlich. Ja, stimmt. Und da gibt es einige wenige systematisch-wissenschaftliche Untersuchungen zu. Da gibt es interessanterweise eine deutsche Schule, die da seit, ich glaube, etwa 100 Jahren aktiv ist. Und da habe ich ein Buch gelesen von Christoph Luxenberg. Das ist ein sehr dickes Buch, sehr wissenschaftlich. Oh ja, ich habe es. Also ich kann kein Arabisch und ich kann auch kein Syrisch, Aramäisch, und er vergleicht dieses sehr, sehr detailliert, die einzelnen Grammatikformen und sowas. Für mich kam das überzeugend rüber. Das ist also nicht, was wild dahergehauptet ist, aber mangels Sprachkenntnis, ich habe also mehr über Arabisch gelernt, als ich dachte, dass ich das je würde, aber mangels Hintergrund in der Sprache kann ich also nicht beurteilen, ob das so stimmt. Von der Methodik her ist es plausibel. Inhaltlich kann ich es nicht endgültig sagen. Und die Kernthese ist halt, dass viele Inhalte des Korans nicht arabischen Ursprungs sind, sondern syrischen Ursprungs sind. Die nachher, als die Leute quasi den Koran in die Hand hielten, die syrische Sprache nicht mehr, syro-aramäische Sprache nicht mehr verstanden haben, haben die den nicht mehr richtig verstanden. Ja. Und da gibt es einige Beispiele für, sagen wir mal, Uneinigkeiten in der Lesart. Und das sind auch keine Details irgendwie, sondern das sind zentrale Kernsätze, die auch von aktueller gesellschaftlicher und auch politischer Bedeutung sind, wie ich finde. Ich lese euch mal was vor. Und zwar fangen wir mit was Harmlosem an. Also Maria hat den Jesus geboren. Und jetzt ist Maria traurig, weil der ja unehrlich geboren ist. Und sehnt sich deshalb den Tod. Und der Jesus, der im Koran ja sprechen kann als Baby, sagt jetzt zu ihr und möchte sie trösten. Und es rief er, Jesus, unter ihr, bekümmere dich nicht. Dein Herr hat unter dir ein Bächlein fließen lassen. So, und jetzt kommt Herr Luxenberg daher und guckt sich halt die Grammatik genau an und guckt sich an, was passiert, wenn ich die Punkte weglasse, die nachträglich hinzugefügt wurden. Und wenn ich die möglicherweise anders setze, die Interpretation also anders mache, kommt er auf den nach syro-aramäischer Lesart auf den Ausspruch, da rief er, also Jesus, ihr nach der Niederkunft zu. Sei nicht traurig, der Herr hat deine Niederkunft legitim gemacht. Ah, das macht mehr Sinn. Das macht mehr Sinn, weil wir wissen ja, durch den Heiligen Geist ist er den Vater. Das heißt, sie hat also keinen Ehebruch begangen. Dann gibt es ein anderes Thema, sehr, sehr interessant, Sure 44, 54, im Paradies. Was passiert da? Wir geben ihnen, den Gläubigen, großäugige Huris als Gattinnen. So, Hurin, lerne ich, heißt weiße Augen. Das sei in Arabisch Unsinn an dieser Stelle, sagt Luxenberg. An anderer Stelle steht auch, bedeutet weiße Augen, dass die Leute erblindet sind. Aber die Koraninterpreten haben jetzt aus diesen Hurin, also aus den, großäugigen Weißen, aus diesem Wort, großäugige Weiße gemacht. Und dazu wurden dann in der Überlieferung die großäugigen Huris, also die Paradiesjungfrauen. Wenn man aber sich anguckt, was das Wort wirklich bedeutet, im syro-aramäischen Kontext und insbesondere auch in anderen Erzählungen über das Paradies,
dann sind die Weißen Weintrauben. Oh. Die Hurin sind also keine Wesen und schon gar keine Huris, was auch immer das sein soll, sondern kristallklare, prachtvolle Weintrauben. Die Suche von den, oder der Vers von den Paradiesjungfrauen wird also zu: Wir werden es ihnen unter prachtvollen Weintrauben behaglich machen. Cool. In einem anderen Vers über die Paradiesjungfrauen wird traditionell interpretiert: Im Paradies warten gereinigte Gattinnen auf sie. Wenn man die wissenschaftliche Methode anlegt, dann geht es um allerlei Arten von reinen Früchten. Das ist ja toll. Auf komische Art und Weise weiß man auch nach dieser traditionellen Auslegung von Al-Tabari, dass die Jungfrauen laut Sure 38,52 gleichaltrig sind. Dass niemand weiß, was das in dem Kontext heißen soll. Die gleichaltrigen Huris, also gehen sie davon aus, dass sie wohl ewig jung sein müssten und gleichzeitig sind sie 33 Jahre alt. Während sie gleichaltrige Huris bei sich haben, die Augen niedergeschlagen und so weiter und so fort, wird, wenn man es aramäisch übersetzt, bei ihnen werden niederhängende, saftige Früchte sein. Und vielleicht als letztes in diesem Kontext, Sure 55,56, darin, also im Paradiesgärten, befinden sich auch, die Augen niedergeschlagen, weibliche Wesen, die vor ihnen noch niemand entjungfert hat. Und dann geht es jetzt hier auch sehr, sehr detailliert um Grammatik und was es denn wirklich heißt. Und wenn man diese Punkte zurücknimmt und möglicherweise eine nicht ganz so absurde, nicht ganz so weit, also wenn man, wie soll man das neutral sagen, wenn man eher eine der Sprache angemessenen Interpretation anschaut, dann steht da nichts mehr von Jungfrauen, sondern darin befinden sich herabhängende Früchte, die noch niemand angerührt hat. Auf einmal macht das mehr Sinn, ja. Und Luxemburg, der also, der hält, ich musste immer lachen, aber der hält dieses Buch wirklich durch mit ganz sachlicher Sprache und wissenschaftlichen Ansatz. Aber hier merkt man, also sehr sachlicher Mensch, ich kenne ihn ja nicht, aber an dieser Stelle merkt man, dass ihm der Kragen platzt. Der schreibt er: Mit der Interpretation entjungfern ist der Gipfel erreicht. Wer den Koran mit etwas Verständnis liest, muss an dieser Stelle geradezu die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Nicht nur Unwissenheit ist daran schuld, es gehört schon eine gute Portion Dreistigkeit dazu, bei einer heiligen Schrift sich so etwas auszudenken und dies dem Koran zu unterstellen. Er verteidigt also den Koran vor der schmutzigen Fantasie der Bärtigen. Und gibt es dann eine Koranversion, die komplett so neu übersetzt? Also ich glaube, daran wird gearbeitet. Das wäre ja toll. Das ist spannend, auf jeden Fall. Später werden die Jungfrauen dann auch noch vollbusig. Was man sich so vorstellt. Ah, es gibt ja nicht nur die Paradiesjungfrauen, sondern es ist für die Mädels ja auch was dabei. In Sure 76, Vers 19 spricht von den ewig jungen Knaben. Ewig junge Knaben machen die Runde unter den Gläubigen. Aramäisch bedeutet das Wort einfach Saft. Und aus den ewig Jungen wird, wenn man einen einzigen Punkt umsetzt, schreibt er, statt einem Unterpunkt einen Oberpunkt macht und so seine Originalbedeutung zurückkriegt, dann werden die nicht mehr ewig jung, sondern eisgekühlt. Das heißt, es machen also keine ewig jungen Knaben die Runde unter den Gläubigen, sondern eisgekühlte Früchte. Und das passt auch, und das kenne ich. Also spätestens da kann ich es dann von anderswo bestätigen. Wie gesagt, das kann ich nur so wiedergeben. Für mich klingt das plausibel. Aber das passt dann auch zum syrisch-christlichen Paradiesverständnis. Dass das ein Garten ist und weil es da so heiß ist, gibt es da Schatten und viele Früchte und Wasser und so. Das ist also eine sehr bescheidene Paradiesvorstellung, die die damals hatten. Und daraus haben die bärtigen Männer halt eine sexuelle Orgie gemacht, um sich da die Wünsche, dann irgendwelche ewigen Jungfrauen vergewaltigen zu können, zurecht zu glauben. Dann jetzt noch als viertes Beispiel. Das ist auch was gerade aktuell ist. Das Kopftuch. Sure 24. Und spricht zu den gläubigen Frauen, dass sie ihr Tuch über ihren Busen schlagen und ihre Reize nur ihren Ehegatten zeigen oder ihren Vätern und den Vätern ihrer Ehegatten bla bla bla. Detail, wie man alles seine Reize zeigen darf. Und das ist die traditionelle Übersetzung. Und wenn man das wörtlich übersetzt, habe ich gelernt, heißt die Passage: Sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen. Niemand weiß, was das Wort Schumur heißen soll.
und niemand weiß, warum man sie über Taschen schlagen soll. Was Tabari macht, also der Kommentator aus dem 10. Jahrhundert, der übersetzt Schumur als Kopftuch. Mittlerweile denken die Leute auch, das heißt Kopftuch. Das wurde da halt in diesem Punkt so definiert. Und setzt dazu, ohne einen Grund, dass dieses Kopftuch soll Haar, Hals und Ohrhänge bedecken. Und Luxemburg geht jetzt hin und zeigt, das ist grammatikalisch so, und dann passt es zum Aramäischen oder dann heißt es Gürtel. Und dadurch wird aus dem Satz, sie sollen sich ihre Schumur über ihre Taschen schlagen, wird der Satz, sie sollen sich ihren Gürtel um die Lenden binden. Das heißt, du sollst nicht mit offener Hose aus dem Haus gehen. Schade, guter Tipp. Er hat das jetzt gemacht. Ja gut, es findet sich in der Bibel solche absurden Kleidervorschriften. Ne? Gibt es ja in Massen, haben wir uns ja schon ausführlich drüber lustig gemacht. Oder auf Christen eingeschlagen, je nachdem, wie man sieht. Also hat dieser Philologe und Interpret Tabari um das Jahr 900, also 300 Jahre, nachdem das entstanden ist, das nicht existente arabische Wort nicht richtig verstanden, hat das als ohne Erklärung als Kopftuch interpretiert und sagt, ihr müsst Hals, Haare und Ohrringe verdecken. Und das wird seitdem von der arabischen Welt als gottgewolltes Gebot interpretiert. Und es ist aber eigentlich, wenn man hinguckt, nichts anderes als die persönliche Meinung eines Interpreten, der offenbar kein besonders netter Mann war. Tja. Das zum Kopftuch und zu den Leseuneinigkeiten, die es da gibt. Ich kann dieses Buch empfehlen, das Christoph Luxemburg, die syro-aramäische Lesart des Korans. Aber ich fand das sehr interessant, aber es ist ein dickes Buch und man kann es nur so zwei Drittel nachvollziehen. Er operiert halt ständig mit arabischen Grammatikformen rum. Ich habe im Laufe dieses Buchlesens deutlich was über arabische Grammatik gelernt, aber das wird mir niemals im Leben weiterhelfen. Es ist also nicht was man mal eben liest. Dann vielleicht noch was zum Kontext, nicht nur ganz direkt sprachlich. Es gibt im Koran 4 Erwähnungen des Namens Mohammed Abdallah, wo wir ja schon gelernt haben, das ist nicht unbedingt als Name verstanden zu verstehen, sondern bedeutet auch auf Arabisch der gepriesene Diener des Herrn. 136 Mal wird Mose erwähnt, 34 Mal wird Maria erwähnt, 24 Mal wird Jesus erwähnt. Wenn man sich das anguckt, ich habe den Koran nicht ganz gelesen, aber ich gucke immer mal wieder rein. Ich finde, das ist ob seiner ganzen Schönheit sehr schwer, lange Strecken zu lesen. Und es ist so, dass sich zumindest der theologische Teil, der beschäftigt sich schon verdächtig intensiv mit christlichen Lehren und christlichen Geschichten. Der verweist auch ständig auf Geschichten aus der Bibel. Das wird immer wieder das Schicksal von Lot beschrieben. Siehe, was passiert, wenn du nicht auf den Gott achtest, ohne selbst diese Geschichte zu beschreiben. Das heißt, der setzt also die Kenntnis der Schrift, in Anführungsstrichen, also des Alten Testaments und des Neuen Testaments voraus, in sich selbst. Der Koran sieht sich also nicht als eigenständiges, heiliges Buch einer neuen Religion, also selbst, wenn man nur liest, was drinsteht, sondern er schreibt, er sei Teil der Schrift. Da heißt es in Sure 75, Vers 17, uns obliegt es, das Lektionar durch Exzerpte aus der Schrift zusammenzustellen und zu lehren. Lektionar ist eine Zusammenstellung aus religiösen Texten und Predigten. Also er sagt, uns, das liegt es. Wer ist uns? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube damit der Koran selbst wahrscheinlich. Der Koran gemeint, ja. Also die Zusammenstellung selbst zu bilden. Und da steht auch in Sure 41,3, dies ist eine Schrift, die wir in eine arabische Lesart übertragen haben. Was ja nicht zwangsläufig darauf hinweist, dass es ursprünglich arabisch war. Es gibt noch so ein paar Suren, 5.68, 3.4, 15.1, 9.111, die sich dahin äußern, die sich also immer wieder darauf verweisen, dass wir nur ein Teil der Schrift sind und auch nach außen verweisen. Dass es also kein abgeschlossenes, in sich abgeschlossenes, geschlossenes Buch ist. Das passt ja auch dazu, was du geschichtlich erzählt hast, ne? Ja, durchaus. Das Wort Koran selbst habe ich gelernt, das ist so naheliegend. Kommt vom aramäischen Kerian,
was Lektionar heißt, also wieder eine liturgische Sammlung von Ausschnitten aus heiligen Schriften, ergänzt durch Predigttexte und so Sachen, aktuelle Sachen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht nicht alle Gemeinden, das weiß ich nicht, vielleicht konnten sich nicht alle Gemeinden so eine Aussage von eine Ausgabe von diesen sehr länglichen Bibelkanon leisten, sondern haben halt nur das Wichtigste rausgeschrieben und daraus halt ihre Gottesdienste bestritten. So kann ich mir das vorstellen. Und in der Tat, wenn man, wie gesagt, ich habe immer mal nur Teile gelesen, wenn man den Koran liest, dann hat man oft den Eindruck, dass da dass das so eine Art eilige Mitschrift von so Predigten ist, insbesondere von so, wie sagt man, den Fire and Brimstone-Predigten, also so Höllenfeuer-Prediger. Das wurde dann schnell mitgeschrieben, es hagelt dann also Beschimpfungen und zum Teil auch Lächerlichmachungen von Andersgläubigen und sowas. Die Leute, die Textkritiker, die sich das angucken, haben verschiedene mögliche Ursprungsschriften ausgemacht. Das sind halt Zusammenstellungen des Alten Testaments und des Neuen Testaments für arabische Christen, die kein Griechisch oder Hebräisch verstanden und sich dann halt Teile haben abschreiben lassen. Da ist die aramäische Version des Petrusbriefs. Da ist ein Liturgiebuch für syrische Christen, was auch passend zu diesem syro-aramäischen Kontext ist. Viele Begriffe offensichtlich aus dieser Sprache eingewandert sind oder dazugezogen worden ist. Ja, und wenn ich das beurteilen soll oder abschließend sagen soll, also zum einen ist der Koran also perfekt und unveränderlich. Zum anderen gibt es quer durch die Geschichte sehr viele unterschiedliche Versionen des Korans und vor allem auch seines Verständnisses. Zum Verständnis ist eine Interpretation nötig, zwangsläufig nötig, weil viele Stellen halt dunkel sind. Und das heutige Verständnis des Korans innerhalb des Islams beruht auf dieser Interpretation oder maßgeblich oder auch auf dieser Interpretation von Al-Tabari 300 Jahre nach dem Propheten. Und es ist offensichtlich an wesentlichen Stellen seine Privatmeinung und das gibt der Text nicht her. Wenn man akzeptiert, dass die Koransprache einen starken syro-aramäischen Einschlag hat, dann führt das, finde ich, zur schlüssigen Aufklärung der dunklen Stellen oder vieler dunkler Stellen, das Kopftuch, die Paradiesjungfrauen, die Paradiesjünglinge. Und da kommen christliche Inhalte zutage. Und ich halte das für eine kredible These, was hier einige, ist ja nicht nur Luxemburg, aber ich habe halt nur dieses eine Buch dazu gelesen, aber gibt natürlich auch einen Überblick über die Historie dieser insbesondere deutschsprachigen Koran-Textkritik im Laufe der letzten 100, 150 Jahre und es ist wohl eine kredible These, dass zumindest Teile des Korans eine Zusammenstellung und Zusammenfassung christlicher Inhalte aus dem Alten und Neuen Testament ist, ergänzt um Predigttexte, Stammesvorschriften und so weiter. Ich kann das nicht letztendlich beurteilen, es ist aber sehr interessant und ich kann die Beschäftigung mit dem Thema empfehlen. Es ist wirklich interessant. Ja, es klingt hochinteressant und auch der wissenschaftliche Ansatz mit diesem Sprachverständnis und der Grammatik zu arbeiten, das finde ich auch sehr interessant. Und lass mich noch was sagen zum Abschluss dazu. Ich finde, das ist ganz wichtig, es klar zu sagen, dass der Islam heute eine eigenständige Religion ist und da sollte man noch nicht versuchen, den Leuten wegzunehmen. Der Islam ist allerdings auch nicht irgendwie kontextlos und geschichtsfrei entstanden, sondern war, also, das ist auch, wenn man sich die Lage da anguckt, ganz offensichtlich, das muss eine Reaktion und eine Abgrenzung zu dem damaligen Christentum gewesen sein. Zumindest das zu der damals vorherrschenden Religion in der Gegend. Und möglicherweise war es ursprünglich auch ein Zweig des Christentums, das dann nach einem Kontextwechsel oder nach der Herrschaftsübernahme durch andere Volksgruppen mit anderen Traditionen und anderen Sprachen, möglicherweise dieser Wechsel zwischen den Umayyaden und den Abbasiden, das ist dann von diesem Zweig weg evolviert. Es hat heute da also, ist heute ganz klar kein Zweig mehr, sondern es ist eine eigenständige Religion. Und das ist so ähnlich, ganz analog, wie das Christentum ja auch ursprünglich ein Zweig des Judentums war. Und erst durch den Kontextwechsel von einer jüdischen Sekte zu Reichsreligion des Römischen Reiches eigenständig wurde und seine eigenen Beine gefunden hat. Das Christentum ist ja auch eine eigenständige Religion und nicht
und nicht ein Zweig des Judentums heute. Und das ist mir wichtig zu sagen, dass niemand auf die Leute zeigt, die eh schon in der Minderheitenposition sind in westlichen Gesellschaften und sagt, boah, ihr habt ja nicht mal eine eigene Religion. Das fände ich doof. Und das wollte ich so nicht sagen, das wollte ich damit nicht sagen. Aber ich finde es halt wichtig, dass man sich, egal worum es geht, und wir beschäftigen uns halt heute gerade mit dem Islam, die Forschung um die Ursprünge wichtig und auch interessant ist. Aber in meinen Augen nicht entwertend. Es gibt ja viele Leute, die fragen, kann man den Islam heute reformieren oder modernisieren? Das hatten wir ja auch kurz angesprochen zum Beginn. Und solche Bücher sind da bestimmt sehr geeignet, zu in diesem Themenkomplex mitzuwabern. Weil wenn man jetzt nochmal den ganzen Text so neu untersucht, ist das bestimmt eine interessante Bewegung für die Frage, ob man den Islam reformieren soll oder kann oder darf oder in welche Richtung das dann gehen könnte, ne? Ja. Weil man den Text dann ja nochmal neu verstehen lernen kann. Klar. Ob das, was da rauskommt, nachher besser ist als die aktuelle Interpretation, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall anders. Ja, natürlich. Ja. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir hiermit zum Ende von dieser Folge. Und